So, jetzt ist die Treppe wieder benutzbar. Die Flagge ist gehisst. Hoffentlich sehen Sie mein Zeichen auf der Hispaniola. Dann wissen Sie wenigstens, dass ich vorläufig in Sicherheit bin. Zumindest so lange, bis Silver darauf aufmerksam wird. Ihr habt es geschafft! Die Fahne war kaum zu übersehen. Gut gemacht, Junge. Die Meuterer haben sich verschanzt, aber sie werden das Zeichen auch gesehen haben. Antoinette, wo ist sie? Sie hat es nicht geschafft. Was? Nein, Jim, sie lebt. Aber sie war einfach zu langsam. Einer der Piraten hat sie bei der Flucht geschnappt. Sie werden ihr nichts tun, da bin ich mir sicher. Für die Freibeuter hat sie den Wert einer Geisel. Den Wert einer Geisel? Warum habt ihr sie nicht befreit? Sie waren in der Überzahl. Hätten wir es versucht, hätten sie uns ebenfalls gefangen genommen. Es war die einzig vernünftige Lösung. Mein Täubchen, mein Engelchen. Oh Gott, wir müssen zurück auf die Hispaniola. Langsam, Jim. Erzähl uns erst, was hier geschehen ist. Ich bin weggelaufen. Silver war fürchterlich wütend, aber er hat mich nicht erwischt. Zum Glück habe ich dann das vorgefunden und konnte ein Signal setzen. Aber was ist an Bord geschehen? Die Meuterer, die nicht mit Silver von Bord gegangen sind, waren wohl des Wartens überdrüssig. Sie wollten an die Waffen und haben versucht, mit Schwarzpulver die Tür zur Waffenkammer aufzusprengen. Dabei haben sie sich gehörig in der Dosierung vertan. Zum Glück ist die Hispaniola nicht gesunken. Meine Herren, ich habe soeben einen Entschluss gefasst. Ich werde nicht eine Minute länger hierbleiben. Wir müssen wieder an Bord und meine Tochter befreien. Ich hätte nicht fliehen dürfen, sondern kämpfen müssen, wie es der treue Joyce getan hat. Ja, rudern wir zurück. Damit werden Sie nicht rechnen. Damit würden Sie nicht rechnen, weil es eine ausgemachte Torheit wäre. Selbstmord. Sie würden uns versenken, bevor wir auch nur in die Nähe des Schiffes kommen. Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass wir in Kürze angegriffen werden. Aber wir können uns doch nicht hier verschanzen. Doch, genau das werden wir tun. Wir haben keine andere Wahl. Mr. Livesey, Sie und Jim werden das Fort auf einen Angriff vorbereiten. Und Sie, Mr. Trelawney, muss ich bitten, mir beim Transport und Klarmachen der Waffen zu assistieren. Sie können voll und ganz auf mich zählen, Kapitän. Meine Tochter ist in den Händen dieser elendigen Meuterer und ich werde nicht eher ruhen, bis ich sie wieder in meine Arme schließen kann. Gehen wir es an. Uns bleibt wenig Zeit. Dort! Es kommt jemand! Es ist Silver! Silver? Bei allen Höllenhunden, er wagt sich zu uns heran. Wo sind seine Schergen? Er kommt allein, so scheint's mir. Vielleicht will er verhandeln. Verhandeln? Mit Meuterern wird nicht verhandelt. Man knüpft sie auf. Hey, ho! Komme unbewaffnet und möchte palavern! Wir haben doch einiges zu klären unter ehrenwerten Männern. Ich sage, wir töten ihn auf der Stelle. Ohne ihren Anführer werden die Meuterer sich ergeben. Er hat immer noch meine Tochter in seiner Hand. Ich will hören, was er zu sagen hat. Ja, warten wir ab, Captain. Vielleicht lässt sich eine Übereinkunft aushandeln, mit der alle zufrieden sind. Nun gut, lassen wir ihn herankommen. Aber meine Geduld hat ihre Grenzen. Ah, alle beisammen. Welch eine schöne Zusammenkunft. Und sogar Jim ist hier. Kannst gut Fersengeld geben, mein Junge. Das muss man dir lassen. Zur Sache, Silver. Was wollen Sie? Wir wollen doch alle etwas, nicht wahr? Wie wär's damit, dass jeder bekommt, was er will? Die guten Herren geben mir die Karte und sie bekommen dafür das ehrenwerte Fräulein Trelawney, deren Gezeter offen gesprochen an unserer aller Nerven nagt. Das ist ein Angebot. Wir schlagen ein. Nein, werden wir nicht. Friedensrichter halten Sie an sich. Nun, wir können das Geschäft auch noch etwas schmackhafter machen.
Wir bieten großzügigst an, auf unserer Rückreise dem ersten Handelsschiff mitzuteilen, wo sie euch alle finden können, um euch vor einem jämmerlichen Tod auf dieser Insel zu retten. Darauf haben sie mein Wort. Das Wort eines Meuterers? Das ist kein Geschäft. Das ist Erpressung. Lassen Sie Antoinette gehen, Silver. Ich tue, was Sie sagen. Mir scheint's, dass dieses Geschäft nicht zustande kommt. So ist es. Und genug der Diskussion. Verziehen Sie sich zu Ihren Spießgesellen, solange mir die Hand nicht ausrutscht. Geh nach, Herr Kapitän. Eile schon fort. Und machen Sie es sich bequem. Denn Ihre Knochen werden die Ewigkeit in diesen morschen Gemäuer verbringen. Vielleicht lässt sich einer der edlen Herren herab, einem armen Einbeinigen aufzuhelfen. Nein? Keiner? Na gut, ich tue es. Zurück, Jim. Du hilfst ihm nicht. Ach, guter Doktor. Sie nehmen es aber genau, wer Ihre Unterstützung erhält und wer nicht. Nun gut, muss ich mir eben selbst helfen. Wir sehen uns bald wieder, die Herren. Ist das etwa alles? Ich kann doch nicht einfach hier abwarten. Ich muss auf eigene Faust versuchen, Antoinette zu befreien. Aber um hier rauszukommen, brauche ich ein Ablenkungsmanöver. Kommt her, ihr dreckigen Meuterer! Hier ist ja eine Menge drin. Ein Beutel aus Papier. Die sieht interessant aus. Und eine Verbandsrolle. Die könnte ich gut gebrauchen. Ansonsten Duftwasser, ein Sortiment farbiger Bleistifte und Kronkorken. Was für ein Schrott! In dem Papierbeutel ist ein Häufchen Chemikalien drin. Der Beutel mit Chemikalien, das Lifestyle-Arztkoffer. Auf der Rückseite ist eine Anleitung zum Bau von sogenannten Lichtbomben beschrieben. Erstens, Chemikalien mit Lösungsmittel zu einem knetbaren Teig verdicken. Zweitens, Teig in einem Gefäß zu kleinen Kugeln rollen. Drittens, Kugeln mit Schwarzpulver versehen. Viertens, Kugeln in Schalen abfüllen. Und fünftens, Schalen von außen fest mit Stoffrollen zusammenbinden. Aha. Kommt her, ihr dreckigen Meuterer! Ganz schönes Gematsche, aber irgendwie macht's Spaß.